Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne, wo ich mir gerade nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich noch eine neue Aufnahmesession anfangen sollte. Also ich habe seit der letzten Folge, keine Ahnung, 2-3 Tage Pause gemacht und es ist jetzt, 1.44 Uhr. Aber irgendwie bin ich noch viel zu wach, um pennen zu gehen. Von daher, schauen wir mal. Eine Folge geht auf jeden Fall. Viel mehr wahrscheinlich nicht. Ich lasse mich mal überraschen, wann so mein kleiner Müdigkeitsflash einsetzt. Soll ich dazu was sagen? Wäre es nicht mitten in der Nacht, würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob weinen oder schreien oder fluchen. Vielleicht auch alles zusammen. Auf jeden Fall würde ich das sehr laut tun. So sammle ich einfach diesen Unique-Bogen ein, den ich nicht gebrauchen kann. Und werde ihn dann wohl verkaufen. Der ist ganz nice eigentlich. 17% Schaden, 16% Durchschlagsschaden. Wahrscheinlichkeit für einen fetten Blutungsschaden. Außerdem zusätzlichen Angriffsschaden und Angriffsqualität. Also zusätzlichen, nicht Angriffsschaden, Durchschlagsschaden, wollte ich sagen. Ah, das Ding ist schon ganz nett. Ich tue das mal an die Seite. Oh, hier komme ich nicht weiter, das ist ja fantastisch. Ach, wobei, doch, ich kann wahrscheinlich... Eine Brücke! Fantastisch. Oh, der macht direkt mal einen Kopfsprung in die Grütze. Ja. Da liegt er, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das da unten noch nur ein Pixelfehler und die Leiche ist einfach despawned. Würde mich auch nicht wundern. Kleine Räusperung. Kleine Off-Topic-Empfehlung am Rande. Ich sah am... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wann die Folge rauskam. Ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall sah ich in der Sneak Preview The Imitation Game im Kino. Inzwischen müsste der sogar offiziell draußen sein, glaube ich. Und wenn ihr auf ein bisschen ruhigere Filme steht, also nicht nur irgendwie stumpfes Popcorn-Kino braucht, wo 3000 Sachen explodieren, sondern auch irgendwie Bock auf eine coole Geschichte und coole Charaktere habt und auch vielleicht mal ein bisschen anspruchsvolleren Film, dann schaut ihn euch an. Er ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ist dieses Jahr nominiert für 8 Oscars, unter anderem bestes adaptiertes Drehbuch, bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und keine Ahnung was noch. Ich glaube, bester Soundtrack unter anderem und ich weiß gerade nicht, was der Rest noch ist. Aber ganz ehrlich, ich könnte auch gar nicht mal unbedingt sagen, warum er oder was da dran so außergewöhnlich gut war, weil, glaube ich, einfach das Gesamtkonzept so richtig stimmig war. Das Drehbuch war spitze, die Schauspieler waren spitze. Die ganze Kulisse war super, also spielt halt in den 40er Jahren hauptsächlich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und es ist schon einfach ein richtig, richtig interessanter Film. Ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber vielleicht kurz zur Info, worum es geht. Diese Waffe, die leider nicht so viel kann. Es geht um Alan Turing. Wer ein bisschen was mit Informatik am Hut hat, der hat den Namen vielleicht schon mal gehört. Das ist der Mensch, der, naja, sagen wir mal, die Grundlage dafür geschaffen hat, dass es heute Computer gibt. Oder, naja, eine der Grundlagen. Man könnte auch sagen, hey, der
elektrische Strom ist die Grundlage für die modernen Computer. Darum geht es nicht. Also der hat halt so die erste selbstrechnende Maschine zusammengebaut, könnte man grob sagen. Und auch heute gibt es in der theoretischen Informatik durchaus noch den Begriff der sogenannten Turing-Maschinen und den Begriff Turing-Vollständigkeit. Also der Mann hat schon einen deutlichen Eindruck im Bereich der Informatik, im Bereich der Wissenschaft hinterlassen. Das ist aber nicht das Einzige, was ihn auszeichnet. Er hat nämlich mit einem kleinen Team auch den Enigma-Code, also den Verschlüsselungscode der Nazis im Zweiten Weltkrieg geknackt. Und das ist auch eine relativ krasse Leistung, möchte ich sagen. Und dazu kommt aber noch, dass Alan Turing halt nicht einfach nur ein crazy Wissenschaftler war oder ein crazy Mathematiker, sondern dass er eben auch ein sehr, sehr seltsamer Charakter war. Also was heißt seltsam? Ein seltsam trifft es nicht, ich würde eher sagen eigenwillig. Er war unter anderem Autist, was ihm halt zwischenmenschliche Beziehungen relativ schwer gemacht hat. Und Arbeiten im Team natürlich erst recht. Und gerade diese Kombination, halt so Flair aus Zweiter Weltkrieg und okay, sie versuchen hier irgendwie den Code der Nazis zu knacken, um halt Millionen Menschenleben zu retten. Und haben da natürlich aber auch erstmal ganz viele Probleme mit bei, in Kombination mit diesem interessanten Charakter eben in der Hauptrolle. Er ist wirklich, wirklich sehenswert. So, Moment, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ach, hier. Ja, so viel zu The Imitation Game. Also viel mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Sonst gehe ich da, glaube ich, auch zu sehr ins Detail und... erkunde ich das da hinten jetzt noch? Nee, also sonst gehe ich da, glaube ich, auch zu sehr ins Detail und fange da an, irgendwas zu spoilern. Und das möchte ich gar nicht. Dritte Etage. Falls ihr übrigens mehr so auf hart sinnloses Popcorn-Action-Kino steht, mit übertrieben sinnlosen, hart coolen Sprüchen, dann würde ich euch als nächstes wahrscheinlich John Wick empfehlen. Keine Ahnung. Könnte was werden. Also ich stecke da ein paar Hoffnungen rein, dass es ganz gutes Popcorn-Kino wird. Auch wenn ich da grundsätzlich noch nicht von überzeugt bin, aber der Trailer macht ein bisschen was her. Also wird, glaube ich, nicht außergewöhnlich, oh mein Gott, bester Actionfilm ever, aber wird, glaube ich, schon ganz solide. Der startet am 28. glaube ich. Ich glaube, ja. Was, 28. der Mittwoch? 28. ist der Mittwoch, also startet er am 29. 28. wäre dann, wenn, Premiere. Warum leckt denn das Spiel immer zwischendurch so? Wenn hier so fünf Figuren auftauchen? Ein Meisterbogenschütze, natürlich. Dem kann ich ja meinen Bogen verkaufen. Zwischendurch immer so zu lenken. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Also ich habe halt auch nichts im Hintergrund laufen, weswegen es halt so laggen könnte. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Peinigte Seele, uhu. Na toll, 5% Schaden, okay, aber gegen Dämonen, wer will denn das? So, ich könnte bald mal neue Heiltränke kaufen gehen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme. Und warum? Das kleine Augengnupsi, ne? Das ist auch so. Warum ich das noch mitschleppe, macht inzwischen eigentlich auch so gar keinen Sinn mehr. Bei längerer Überlegung hätte ich, also wenn ich jetzt nochmal wählen müsste, würde ich wahrscheinlich auch wieder Dream nehmen. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich würde auf jeden Fall, wenn, dann Magier machen. Mit Earth auf jeden Fall. Sinnloses Lag. Mit Earth auf jeden Fall. Damit ich den Core-Dweller da habe. Also den, Gott, wie heißt denn der im Deutsch, der Kernbewohner? Das ist halt so ein fetter Lava-Golem. Der ist eigentlich ganz geil. Der zieht auch ganz gut Aggro. Ja, vielleicht würde ich auch einfach einen Bogenschütze machen mit Nature und Earth. Das. Oder ein Magier mit Dream and Earth geht, glaube ich, auch ganz gut. Na, mal gucken. Auf jeden Fall nicht mehr in diesem Let's Play. Das war ja spannend hier. Auf dieser Ebene war mal exakt nichts. Außer Monstern. Nun gut, auf in die zweite Etage. Schauen, was uns da so erwartet, außer einem Brunnen. Ah, andere Gegner. Phantom Strike, bitte. Danke. Oh, Heiltrank. Sehr schön. Na, wo es hier gerade so ruhig ist, nutze ich doch mal die Gelegenheit. Gut, gut. Ein lebender Sterblicher. Ich schwöre, dass ich diesen Dämonen nichts verkauft habe. Even if dead, I don't care. Einen neuen Schild könnten wir auch mal gebrauchen, oder? Ich meine, den tragen wir jetzt auch schon eine ganze Weile mit uns rum. So allmählich. Vor allem habe ich mittlerweile halt auch einfach kein Geldproblem mehr und könnte mir in der Tat beim Händler einfach was kaufen, wenn es was Gutes gäbe. Ach, das ist vom Lebensentzug natürlich total geil, aber macht leider viel zu wenig Schaden. Aber hier sieht man mal am Grundschaden sehr schön, was meine aktuelle Waffe für ein Item mal war. Tja. Nein, ist doch alles kacke. So, gibt's hier noch was Nettes? Nö, nö. Ja, nee. Ja, aber nein. Erinnerst du dich? Ich und die Dämonen? Nichts ist passiert. Was? Ich erinnere mich nicht und ich möchte mich auch nicht dran erinnern. Vielen Dank. Aber schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Okay. Scheint so, als wären auf dieser Ebene diese Gegner hier exklusiv. Mir irgendwie, oh Gott, das war gerade auch so eine ganz seltsame Verknüpfung in meinem Kopf. Irgendwie dachte ich hier so, ja, okay, dritte Etage, zweite Etage, explosive Gegner, bla bla bla. Landete dann irgendwie bei die neun, waren es neun Kreise der Hölle? Keine Ahnung. Ich müsste nochmal mit Dante telefonieren. Naja, auf jeden Fall landete irgendwie gedanklich bei Kreisen der Hölle. Dachte mir dann so, ah, da gab es doch auch mal irgendein Spiel zu. Und ich habe jetzt leider gerade den Titel vergessen. Das war auch mehr so ein Brawler. War, glaube ich, auch nur für die Konsole. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, für die Xbox gab es das auf jeden Fall. Ist auch schon ein bisschen älter. Also ist bestimmt schon so. Hieß es, glaube ich, einfach Dantes Inferno? Kann gut sein. Ist jetzt bestimmt schon so 5 Jahre alt. Würde ich mal tippen. Und da fiel mir so ein, ich fand das Spiel eigentlich richtig cool zum Zugucken. Das ist halt so ein Spiel, also ich habe damals in der WG gewohnt und WG-Mitbewohner hat das halt ja durchgezockt, glaube ich. Und ich habe eben relativ viel dabei zugeguckt und muss sagen, ich fand das echt interessant. Also fand es auch echt ein ganz witziges Spiel zum Zugucken, wobei ich halt selber, glaube ich, überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt hätte zu spielen. Eigentlich erstaunlich, oder? Also, dass es sowas tatsächlich gibt, keine Ahnung, vor 10 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, alles, was ich mir angucken würde, würde ich auch selber spielen. Beziehungsweise, ich würde mir halt nur Sachen angucken oder nur bei Sachen zugucken, die ich auch gern selber spielen würde. Ich kann Leuten auch erstaunlich gut bei Rundenstrategiespielen zugucken, wobei ich halt selbst überhaupt kein Faible für Rundenstrategie habe. Das einzige Rundenstrategische, was ich in der Tat mal gespielt habe und wo ich Spaß dran hatte, war, glaube ich, Disciples 2. Aber ansonsten, und so das ein oder andere Flashgame vielleicht noch, aber so, sonst ist Rundenstrategie einfach... Alter, warum leckt das denn heute die halbe Zeit? Das ist doch nicht normal. Vielleicht wird Titan Quest auch Rundenstrategie durch gezielt geplante Lags. Nee, aber Rundenstrategie kannst du mich sonst eigentlich mit jagen. Vielleicht würde sich das ändern, wenn ich mehr Schach spielen würde. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würde sich das auch ändern, wenn ich mehr LSD nehmen würde. Keine Ahnung, es ist halt so. Bringt wahrscheinlich genauso viel wie mehr Schachspielen. Abgesehen von anderen Nebeneffekten. Ach, da wird schon nichts gewesen sein. Ich will nicht zu laut schreien, aber wir sind diese Folge noch gar nicht gestorben. Wobei es ein, zweimal durchaus knapp war. Na, ich glaube, die Ebene mache ich jetzt noch fertig. Oder die Etage. Ach Gott, Phantom Strike natürlich nicht aufgeladen. So, jetzt aber, wow! Okay, zusammen mit dem Schrein haut das mal ganz gut rein. Warum auch nicht?
möchte an der Stelle übrigens erwähnen, dass ich Phantom Strike halt... Na, wobei... warten, bis der Schrein weg ist. Jetzt hau schon ab. Ja. Yeah. Als wenn ich ihn abschütteln könnte, ne? Aber natürlich nicht. Oh Gott. Ah, warum denn die Limos-Viecher wieder? Was habe ich getan? Das habe ich nicht verdient. Okay, du steckst auch einfach nur viel ein, das ist okay. Was ich sagen wollte, ist, ich möchte erwähnen, dass ich Phantom Strike eigentlich immer noch auf Level 1 habe. Abgesehen natürlich von dem Spaß hier, die Erweiterung, aber naja. Reduziert das eigentlich den Cooldown? Ne, das erhöht nur den Gesamtschaden dann, also bei Skill-Anwendung. Ja, was? Wo kommt diese Landebahn im Universum hierher? Na, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.